Outdoor Edge Wood Devil. Eine sehr schmale Axt, nein, eigentlich ein kleines Beilchen. Wenn du wissen willst, was es kann, wo das Einsatzgebiet liegt und auch einen Vergleich zu anderen Axtsystemen sehen willst, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Olimsko und schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Aldo Labaté. Schön, dass du dabei bist. Ganz schmal ist sie, dieses, na, ich sage immer die, aber eigentlich das Beilchen, so muss man sagen, weil eine richtige Axt ist das nicht. Eine richtige Axt wäre zum Beispiel das hier, aber dazu später. Das Ding von Outdoor Edge, Wood Devil heißt das Ganze, wird so in einer Gürtelscheide geliefert. Die ist auch durchaus in Ordnung, nichts Hochwertiges, aber insgesamt, ich meine, billige Eigenwerbung, ich gebe dir den Link in meinen Shop. Du wirst sehen, der Preis ist halt auch in einem Bereich, der in Ordnung ist, wie ich meine. Aber was ist die Idee von so einem Beil? Anderes Beispiel, schau mal her, das gibt es natürlich auch bei uns im Shop. Das ist so geformt, okay, und das gibt es auch im Shop, das ist so geformt. Und schau dir das an. Die Frage ist, was ist das Einsatzgebiet von dieser Wood Devil? Also was es definitiv nicht ist, es ist nicht zum Spalten da. Wenn wir uns dann nachher gleich anschauen, ich habe einfach ja keinen Querschnitt. Ich habe nichts, was irgendwie spalten könnte. Zum Spalten ist dieses Mini-Beil hier perfekt geeignet. Das geht, das ist super. Schön. Was das hier aber im Gegensatz zu unserem Wood Devil nicht kann, ist choppen. Ich weiß, das englische Wort choppen und verstehe... Also was so abhacken, so bearbeiten, das kann das sehr gut. Das kann zum Beispiel ja, dieses Mini-Beil hier nicht. Und auch das Beil hier hat, ist gut zum Spalten, hat einen schönen Hammer, alles gut, wunderbar. Aber zum, so für Chopping ist das hier schon ein bisschen besser, zum Beispiel einen Survival-Bogen zu machen. Da hackt man ja auch so ganz leicht, gibt man ihm mal die Form, bevor man dann wirklich den Feinschliff gibt. Das ist mit so einem Beil hier... Nicht so toll machbar. Geht mit dem hier schon deutlich besser. Und ideal natürlich sowas hier. Schauen wir uns dann gleich an. Aber bevor wir jetzt wirklich praktisch damit arbeiten, eine Sache noch. Ich bin kein großer Freund von Mini-Beilen. Das habe ich schon einmal in einem Video gesagt und es gibt viele Leute, die das anders sehen und das ist auch total in Ordnung. Aber warum ist das so? Ich behaupte, dass ich viele dieser Tätigkeiten, die dieses Beil hier machen könnte, auch mit einem Messer hinkriegen wird. Bushcraft Beaver zum Beispiel von mir, aber das muss es gar nicht sein. Es gibt viele andere gute Messer, die diese Tätigkeit umsetzen können. Da brauche ich das nicht unbedingt. Okay? Es liegt vielleicht anders in der Hand, es ist noch einmal mehr kopflastig. Ich kann vielleicht noch effektiver durchs Holz arbeiten, aber es hat halt auch ein sehr enges Verwendungsgebiet. Wenn es nämlich ums Gewicht geht, schau dir unten das Gewicht an in meinem Shop, ist ganz klar. Das ist ja Vollstahl, hier hinten haben wir einen Gummigriff, liegt es wunderbar in der Hand. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit dem Teil hier von Cold Steel, das es auch bei uns im Shop gibt, dann ist da jetzt natürlich ist das mehr Gewicht, ist keine Frage. Aber wenn ich richtig Holz arbeiten will, spalten, fällen, dann ist dieses kleine Mehrgewicht den mehr an Nutzen, das kann man gar nicht in Verhältnis bringen. Das heißt, das Teil ist nur für ein ganz enges Gebiet gedacht und gemacht und da auch ideal, aber nicht so ein Allround-Beil, das ist es einfach nicht. Denn wenn du Allround willst, ja, dann kannst du zum Beispiel, auch gut, ich meine, dieses Teil hier ist halt, jo, der Hudson BX von Cold Steel, ist halt ein relativ langes Teil, das hat man vielleicht nicht so einfach einstecken, okay, dann nehme ich halt das andere, zum Beispiel das hier von Condor, dieses Teil von Condor. Kann man auch davon halten, was man will oder auch nicht, ja. Gibt es alles bei meinem Shop, gibt da unten den Link zu all den Teilen. Aber das ist auch kompakt und wie gesagt, das Gewicht ist da auch durch den Holzgriff gar nicht mehr so viel höher. Oder wenn du ganz multifunktional dabei sein willst und einfach nur grob hacken willst, irgendwas umhauen, so ein Multiteil haben willst, dann zum Beispiel hier auch von Cold Steel die Spitzner Special Forces irgendwas Schaufel und Spaten, die ich auch schon 100-mal vorgestellt habe, weil die so genial ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ist es schlecht? Nein, werden wir gleich sehen. Aber eben nur ein sehr enges Anwendungsgebiet, meiner Meinung nach.
Ja, dann schauen wir gleich einmal ein bisschen rein. So, wir machen jetzt mal einfach Spalten. Und das werden wir gleich sehen. Ich meine, ich weiß, was dabei rauskommt. Ich habe jetzt damit noch nicht allzu viel gearbeitet, aber das ist halt, ja gut, das Teil spaltet einfach nicht gut. Das ist einfach so. Da müsste ich jetzt batonieren, also ich müsste jetzt hinten drauf klopfen. Das kann man natürlich tun, aber das kann ich mit einem Messer auch tun. Also das ist es einfach nicht. Das ist es nicht. Was aber gut geht, ist jetzt eben dieses Choppen. Ach, es ist nervig. Es ist mein Gehirn, umso älter ich werde, umso ja, einfältiger werde ich. Oder mir fallen die Dinge einfach nicht ein. Das ist eigenartig. Das so runterhauen, so runterarbeiten, das geht mit dem extrem gut. Und natürlich kann ich das jetzt zum Beispiel mit dem Bushcraft Bio machen. Ich kann das auch mit dem Tom Brown Tracker Knife extrem gut machen. Das ist klar. Aber, und das ist halt schon der Vorteil, das liegt halt nett und fein in der Hand. Das heißt, wenn du solche Arbeiten hast, um jetzt irgendwas auf Form zu geben, dann geht das extrem gut. Und auch, ich meine, es geht auch mit den anderen Beilen, ist keine Frage. Aber es geht extrem energiesparend, nennen wir das einmal so, mit einem sehr, sehr guten Ergebnis. Also das muss ich einfach sagen, ich habe ja, glaube ich, auch schon einmal vorgestellt, auch hier am Kanal, ist auch so ähnlich, also von der Farbe zumindest, das Mini-Beil von Gerber von Bear Grylls. Das ist so ähnlich, das ist ein bisschen größer, das von Bear Grylls ist etwas leichter. Das ist auch so ein Teufel, mit dem man ja, Holz jetzt nicht spalten, das ist nicht der Punkt, sondern bearbeiten kann, und das geht extrem gut. Da ist sogar so ein Ast eingewachsen und trotzdem geht das wie Sau. Was ich natürlich jetzt auf Dauer prüfen muss, ist, wie sich mit der Stahlqualität, ja, wie das ausschaut. Wie das funktioniert, das kann ich jetzt im Moment noch nicht sagen. Aber schau, das arbeitet richtig. Survival-Bogen machen, ja, mit dem hier. Oder grundsätzlich primitiven Bogen machen mit dem. Das macht einfach Spaß, weil du extrem schnell. Also das ist wirklich, das ist zack, so jetzt, wie man in Österreich sagt. Super möglich. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Einsatzgebiet. Was halt, wenn man sagt, das ist ein Campingbeil, ich habe jetzt auch vor kurzem ein Zelt vorgestellt, gebe ich da oben bei mir den Link, ja, der Tonka-Zelt. Und das ist halt auch so, da muss man Heringe einschlagen. Und das ist halt mit diesem Querschnitt auch, ich meine, ja, möglich, aber recht toll ist es nicht. Man kann zwar mit dem Blatt ein bisschen arbeiten, aber das vibriert recht. Also das du hörst das auch, glaube ich, am Klang. Es geht, aber ist halt nicht so ideal, und auch die Masse fehlt ganz einfach für solche Tätigkeiten. Das muss uns bewusst sein. Jetzt mag ich dir mal bitten, dass du mir einen Kommentar schreibst, wo du das Einsatzgebiet siehst und ob du so ein Teil in deinem Bushcraft Survival Training oder so wie du arbeitest und die Dinge, die du tust, brauchen könntest. Ja? Ob du sowas brauchst, das so bissig durchgeht. Und noch einmal, ernsthaft jetzt. Wenn ich was anspitzen mag, ich bin heute zurückgekommen von einem Survival Training, und da haben wir eine Wurmfangvorrichtung gebaut, und da musste man einiges anspitzen. Und das kann man mit Bushcraft Beaver mal ausprobieren, und ein Glockfeldmesser und ein Gerbermesser war dabei und ein Mora und alles super. Und das hat eh alles gut funktioniert. Aber ich sage es noch einmal, da hat dieses Beil, wenn ich solche Tätigkeiten machen muss, einfach die Nase vorn. Also einen richtig einen schönen Zug hat. Aber wieder zurück zu dir. Was ist da so, was kannst du vorstellen als ja, Verwendungsgebiet? Wie könntest du das brauchen? Jetzt bin ich unfähig heute, ja wahrscheinlich. Aber jetzt möchte ich spalten. Ha! Endlich. Also ein bisschen spalten geht schon. Ja, so ist es einfach. Ja, das war jetzt das Video vom Wood Devil. Vom Holz- oder Waldteufel. Wie auch immer. Ich werde es weiter beobachten. Ich habe ja immer wieder so Arbeiten zu erledigen. Für Fallenbau zum Beispiel kann man das immer wieder ganz gut brauchen. Und wenn wir wieder mal wirklich einen Survivalbogen bauen, dann werde ich das mit dem hier mal so richtig schön gut durchtesten und dann wieder davon berichten. Aber jetzt bist du dran. Noch einmal. Was ist das Anwendungsgebiet? Wie siehst du das? Schreib mir bitte einen Kommentar. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Link, billige Eigenwerbung. Eh klar, so wie immer. Kriegst du natürlich auch in meinen Shop, wenn du magst. Abo da lassen, da geht es direkt in den Shop, ein paar andere Videos zum Anschauen. Ich grüße dich aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Val d'Olabarté, dein Reini Rossmann. Bis bald und What the Devil! Yeah!